Ja, und Puls, der Name, kommt aus der Kooperation mit dem dazugehörigen Fachmagazin. Und der Herausgeber und Chefredakteur von Puls, das erste Salzburger Magazin für Medizin, Gesundheit und Freizeit, Herr Christoph Achet, ist heute bei mir im Studio. Hallo und herzlich willkommen. Grüß Gott und vielen Dank für die Einladung. Herr Achet, das erste Magazin in Salzburg. Wer liest Puls? Wer ist denn die Zielgruppe von diesem Magazin? Nee, ich würde es gar nicht als Zielgruppe definieren, sondern im Grunde ist es da für alle gesundheitsinteressierten Menschen im Bundesland Salzburg und darüber hinaus. Aber wir richten uns auch an Ärzte und Mitarbeiter im Gesundheitswesen und Puls ist erhältlich in Apotheken, man kann es lesen im Wartezimmer beim Arzt und ist natürlich auch online abrufbar auf unserer Website www.pulsmagazin.at. Mhm. Einmal im Quartal kommt ein neues Magazin heraus. Das aktuelle hat die Überschrift und das große Thema Psychosomatik. Was sind weitere Themen in der aktuellen Ausgabe von Puls? Ja, ein wichtiges Thema ist Adipositas. Ein weiteres Thema ist auch noch das Thema Digitalisierung in der Medizin, hält immer mehr Einzug, sprich robotergestützte Medizin im OP zieht immer mehr in alle Krankenhäuser ein. Und die Salzburger Landeskliniken haben ja heuer auch das Jahr der Digitalisierung ausgerufen und wir zeigen Fortschritte in diesem Bereich. Mhm. Viele spannende Themen also in der aktuellen Ausgabe. Das nächste Quartal kommt bald. Kann man schon einen kleinen Ausblick geben, was im nächsten Puls-Magazin an großen Themen dabei sein wird? Ja, aus dem medizinischen Bereich kann ich so viel verraten. Wir werden uns dem Thema Osteoporose widmen. Und ein zweites großes, wichtiges Thema wird Blackout im Gesundheitsbereich sein. Was versteht man unter Blackout? Bei Blackout verstehe ich jetzt, wenn ich quasi als Schulkind an der Tafel stehe und ich kann mir an nichts mehr erinnern. Also im Rahmen dieses Blackout-Themas wollen wir einfach aufzeigen, wie lange und wie gut eine Gesundheitsversorgung funktioniert, wenn im Land der Strom ausfällt. Vielen Dank für den spannenden Ausblick und da freuen wir uns schon auf die nächste Printausgabe.